Willkommen bei einem weiteren Infofilm der MSX-FAQ. Diesmal dreht sich alles um Headsets. Bei der Aufzeichnung eines Webcasts habe ich häufig festgestellt, dass die Qualität der Sprache sehr unterschiedlich sein kann. Ich habe daher eine ganze Menge an Headsets an meinen PC angeschlossen und die Sprachqualität mit verschiedenen Texten immer wieder aufgezeichnet. Hören Sie nun verschiedene Headsets mit der entsprechenden Qualität. So, dies ist eine ganz normale Gesprächsaufnahme mit einem Jabra 9470, ein normales Office-Headset, welches per DECT mit einer Basis spricht und die Basis ist per USB an den PC angebunden. Diese Aufnahme erfolgt mit einem Jabra 9350, ebenfalls ein Business-Headset mit einer DECT-Verbindung zur Basis und die Basis ist über USB an einen PC angebunden. Diese Aufnahme erfolgt über ein Jabra 6430. Das ist ein einohriges Headset, welches per Bluetooth über einen USB-Dongle mit dem PC verbunden ist. Diese Aufnahme erfolgt mit einem Plantronics Voyager Legend, welches auch über Bluetooth an einen USB-Dongle angebunden ist und der USB-Dongle ist entsprechend einem PC verbunden. Eine Aufnahme mit dem Sennheiser MB660 UC Headset. Es sind zwei Hörer, die den ganzen Kopf und die beiden Ohren abdecken. Über Noise Cancelling werden Umgebungsgeräusche abgeblendet. Dies ist eine Aufnahme mit dem eingebauten Lautsprecher und Headset des Lenovo 480T Modell. Um ein Nebengeräusch zu simulieren, tippe ich jetzt auch einfach mal auf ein paar Tasten rum. Diese Aufnahme erfolgt über eine Webcam auf der Oberseite des Monitors. Es ist eine Microsoft Livecam Studio, die ganz normal angesprochen wird. Sie ist per USB am PC angeschlossen. Dies ist eine Aufnahme mit dem Jabra Evolve 665, was über ein USB-Kabel direkt mit dem PC verbunden ist. Zuletzt nochmal das Jabra Evolve 65, diesmal über eine Funkverbindung an den Dongle angebunden. Zum Vergleich der Aufnahmen hier ein Rode Podcaster Standmikrofon. Ich bin circa 5 cm vom Mikrofon entfernt und spreche direkt auf den Kopf. Hier die gleiche Aufnahme mit circa 30 cm Entfernung, wenn man das Mikrofon nicht direkt vor den Mund hält. Hier die Aufnahme mit 30 cm Entfernung mit 90 Grad von der Seite. Dies würde einer Aufnahme entsprechen, wenn das Mikrofon zum Beispiel senkrecht steht oder von der Decke hängt. Bei dieser Aufnahme bin ich nun circa 1 Meter vom Mikrofon entfernt. Dies ist ein guter Test, um zu sehen, wie weit dieses Mikrofon zum Beispiel auch in einem Konferenzraum eine größere Personenzahl bedienen könnte. Ein zweites Mikrofon ist das MXL Tempo. Auch hier ein Tischmikrofon per USB direkt angeschlossen und ich spreche direkt mit 5 cm Abstand auf das Mikrofon. Hier die Aufnahme mit einem Abstand von ca. 30 cm. Das heißt, das Mikrofon ist nicht direkt in Mundnähe. Hier eine Aufnahme mit 30 cm Abstand von einem 90-Grad-Winkel von der Seite. Also auch wieder, wenn das Mikrofon zum Beispiel senkrecht steht in einer Gruppe von Personen oder von der Decke hängt. Es ist schon interessant, wie unterschiedlich die Headsets sich anhören. Natürlich, der Notebook und die Webcam haben einen sehr räumlichen Klang, weil ich ja auch durch den freien Raum gesprochen habe. Man hat aber zum Beispiel auch gemerkt, dass das Voyager Legend vermutlich durch Bluetooth-Störungen nicht so sauber übertragen hat. Auch der Sennheiser war eigentlich sehr gut vom Tragen und vom Hören, aber vom Sprechen her war es etwas flach vom Eindruck her. Aber Geschmäcker sind natürlich unterschiedlich. Wo Sie natürlich immer drauf aufpassen müssen, ist, an welchem USB-Anschluss der entsprechende Dongle angeschlossen ist. Während dieser ganzen An- und Absteckerei habe ich nämlich zum Beispiel festgestellt, dass eine Audiounterbrechung durchaus mal passieren kann, wenn ein anderes USB-Device frisch angebunden wird. Insofern wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dem Headset, was Sie haben, und vielleicht machen Sie mal den Test einfach mit Ihrem eigenen Headset. Oder Sie fragen Ihren Gegenüber, wie gut Sie zu verstehen sind.